Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Ich bin ein bisschen nervös. Wegen Muttertag? Nee, nicht deshalb. Dann sag mal, wieso bist du nervös? Ich hab nächste Woche eine OP. Marianne, das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. War mir unangenehm. Kriegst du jetzt endlich dein neues Verdauungssystem? Was? Na, dein neues Verdauungssystem, dass du auch mal ein bisschen was essen kannst. Nee, damit habe ich mich doch schon lange abgefunden, Helga. Ja, sag mal, was hast du denn für eine OP? Ich mag das nicht erzählen. Hast du da so Probleme im, Was? Intimbereich? Nein. Juckt dein Drive-In? Helga! Wir sind jetzt in dem Alter, da muss man sich nicht mehr... Also, ich sag dir das, aber du darfst mich nicht auslachen. Wir sind beste Freundinnen, Marianne. Ich würde dich niemals auslachen. Ich lass mir die Lippen aufspritzen. Die Lippen aufspritzen, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich hab mir das lange überlegt, Helga. Dann überleg mal noch ein bisschen weiter. Und zwar genau so lange, bis du zum Entschluss kommst, dass das absoluter Blödsinn ist. Aber wieso denn? Dann siehst du aus wie eine Ente. Aber... Eine hässliche Ente. Aber das macht doch was her, so ein bisschen jünger aussehen. Da redest du die ganze Zeit immer so. Willst du die ganze Zeit immer so reden? Und trinken kannst du auch nicht, läuft dir alles nur runter. So doll will ich doch gar nicht. Wie denn? Nur ein bisschen. Lippen aufspritzen sieht immer bescheuert aus, ich sag's dir. Aber die ganzen Stars im Internet. Sollen verdammt nochmal zu ihrem Alter stehen und nicht irgendwie künstlich versuchen, ihre Jugend zurückzuholen. Nur so ein bisschen aufspritzen. Im Kopf kannst du doch auch deine Jugend behalten. Aber wenn dein Körper vergammeln will, ja, meine Güte, dann lass ihn doch bitte in Würde vergammeln. Aber... Und außerdem, Marianne, das ist ja auch ein Risiko. Das ist ja ein operatorischer Eingriff. Ist ja nicht ein Herz, ist doch nur die Lippe. Nun stell dir mal vor, der Arzt hat sich ein Eierlikör zu viel gegönnt. Ja, damit kennst du dich ja aus. Ich kenn meine Grenze. Ach, wirklich? Nie mehr als eine Buddel. In der Woche? Am Tag. So. Nun stell dir mal vor, der Arzt, der hat einen Tada... Und ballert dir das Silikon aus Versehen in die Nase. So ein Blödsinn. Dann läufst du mit so einer Kartoffelnase rum. Das sind Profis, Helga. Dann siehst du aus wie Anna Klüthmanns. Die hat die dicke Nase von Geburt an. Das war auch ein operatorischer Fehler. Blödsinn. Der NDR war da. Was? Bettina Tietjen war da vom NDR. Und hat Anna Klüthmanns interviewt wegen ihrer Kartoffelnase. Das denkst du dir doch aus. Marianne. Mach, was du willst. Ich bin mir doch auch unsicher. Ach. Auch wegen der zweiten OP. Was? Ich will zwei Sachen machen lassen. Du erzähl mir nicht, dass du deine Brüste straffen lassen willst. Nee. Die müssen bis zum Bauchnabel hängen. Wir sind Rentnerin. Ich will mir noch so ein bisschen Silikon in die Ohrläppchen. Die gefallen mir nicht. Das ist nicht dein Ernst. Guck dir mal Jennifer Aniston an. Wer ist da denn? Eine amerikanische Schauspielerin. Und die hat, Die hat sich vor kurzem, die Ohrläppchen... Verlängern lassen? Ja. Wie hat er denn, Da wird dir, Gewebe aus dem Po genommen, und sozusagen dann hier, eingepflanzt. Also... Das Ohrläppchen damit verlängert. Du machst Witze, Marianne. Das moderne Medizin, Helga. Wie soll ich dir je wieder vernünftig in die Augen gucken können, wenn du ein Stück Arsch am Ohr hängen hast? Helga. Wieso machst du sowas? Das ist das neue Schönheitsideal. Du hast einen Mann. Du siehst top aus, Marianne. Ja, aber die Stars haben... Ich flehe dich an. Lass dein Po da, wo er ist. Aber... Nicht dein Po an die Ohren hängen, bitte. Du verstehst das falsch. Marianne. Wir Frauen müssen sowas nicht tun. Es recht nicht, damit wir den Männern irgendwie gefallen. Ich mach das ja auch, für mich. Du machst das, weil irgendwelche Stars im Internet dir erzählen, dass sich dadurch ihr ganzes Leben zum Positiven verändert. Ist ja vielleicht auch so. Die haben doch alle innere Probleme. Die sollten sich erstmal beim Psychiater, sollten die sich mal operieren. Du übertreibst du aber, Helga. Du hast die allerschönsten roten Lippen und vor allem die allerschönsten Ohrläppchen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, Marianne. Danke, Helga. Lass Dr. Stefan Frank bitte nicht ein Stück von deinem Po in dein Gesicht machen, bitte. Ja. In ganz Sisebi würden dich die Leute nur noch Arschgesicht nennen, wenn das rauskommt. Hast ja auch schon ein bisschen recht irgendwie. So. Könntest du mir vielleicht noch so zwei, drei Komplimente machen? Das hat sich so schön angefühlt. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Senfeier mit Möhren und Kartoffelpüree. Kann ich nicht. Kannst du das nicht sehen? Senfeier in Kombination mit Möhren und Kartoffelpüree. Kartoffelpüree da ist das ein püriert bisschen, sich bei mir alles schwierig. Krieg Bänderriss von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mokdat. Mokdat.